Herzlich willkommen, 18.18 Uhr von unserer Baugrube aus Freital. Warum wir fast 3 Wochen Baustopp hatten und was wir unbedingt noch ändern müssen, das erfahrt ihr heute im Video. Updates Freital Hammergasse. Viel Spaß. Herzlich willkommen, 18.18 Uhr, Immerob, heute Vorsicht Baustelle hier in Freital auf der Hammergasse, meinem ersten Neubauprojekt. Vielleicht habt ihr das eine oder andere schon gesehen von der Baustelle. Von der Wiese ist nicht mehr viel übrig. Wir hatten hier fast 3 Wochen Baustopp. Wie immer muss man ja den einen oder anderen Plan mal ändern, weil Dinge auch passieren. Dazu kommen wir später, warum wir hier Baustopp hatten. Einer von den Pappnasen da drüben, der fand das nie so cool, dass wir die Straße sperren hier. Und jetzt ist es trotzdem passiert natürlich, damit wir hier mit Kran, Bagger etc., weil hier steht natürlich jetzt relativ lange erstmal ein Kran dann auch bald. Das fanden die nie gut, wir müssen die Straße sperren. Das heißt, die können hier noch zu viel Grundstück, aber die müssen halt jetzt, wenn die vorne auf die Hauptstraße wollen, 270 Meter mehr fahren. Das fand einer nie gut, hat sich bei der Stadt beschwert. Daraufhin hat die Stadt erstmal alles eingestellt, hat gesagt, Jungs, die Straße wird nie gesperrt. Das hat uns wirklich viel Zeit gekostet. 3 Wochen klingt nie viel. Wir haben aber einen straffen Zeitplan. Wir haben hier mit Innenausbau und allem knapp 2 Jahre Zeit. Und wenn da eben von 24 Monaten ein Monat schon fast fehlt, weil du die Straße nicht absperren darfst, dann wird es kritisch. Also ihr seht, wenn ihr so eine Projekte plant, da kommen Dinge, mit denen habt ihr vorher nicht gerechnet. Wir wollen uns einfach mal das Loch angucken, während ich euch kurz berichte, was unsere kleine Hürde ist, sage ich mal noch. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, seit 2021 sind die Zinsen etwas gestiegen und die Idee war natürlich, Wohnungen zu errichten, die wir natürlich auch verkaufen am Ende an Kapitalanleger. Wollten aber nie nur Sachen bauen, die vielleicht nie ganz so gefragt sind, weil viel werden natürlich jetzt gerade kleine Wohnungen wieder gebaut, weil sie es natürlich gut verkaufen lässt. Also ein Kapitalanleger, der mal eine 40, 50, 60 Quadratmeter Wohnung kauft, den findest du halt eher wie jemand, der 100 Quadratmeter als Kapitalanlage kauft. Also haben wir gesagt, machen eine schöne Mischung, machen auch 3- und 4-Zimmer-Wohnungen mit rein für die Eigennutzer. Die Planung ist aber in der Zeit passiert für das Objekt, wo die Zinsen noch günstiger waren. Das heißt, man hätte hier günstiger kaufen als mieten können, eine 4-Raum-Wohnung. Das, was auch wirklich gebraucht wird, dringend gebraucht wird, weil für Familien gibt es hier fast gar nichts. Deswegen haben wir uns entschieden, okay, wir machen auch große Wohnungen rein. Soweit erstmal mein gutes Herz und die Theorie. Wir sehen hier drüben ist ein komplett riesengroßes Haus und dahinter nochmal eins mit über 30 Einheiten. Alles Mini-Wohnungen, paar 40 Quadratmeter, 2 Zimmer. Davon gibt es wie gesagt viel. Wir haben wie gesagt auch 3 und 4 eingeplant und haben jetzt im Verkauf gemerkt, natürlich alle kleinen Wohnungen sind weg. Die gingen auch relativ fix weg. Je größer die Wohnungen werden, je schwerer wird es, weil jetzt ist der Zinsgrad hoch. Fällt wieder, habt ihr letzte Woche ein Video gesehen bei mir. Aber aktuell ist es halt noch so, dass es relativ teuer ist. Bedeutet, die großen Wohnungen gehen relativ schwierig weg, weswegen wir zum Beispiel die ein oder andere Umplanung machen. Und hier haben wir das Penthouse, quasi die große 4-Zimmer-Wohnung. Die wird jetzt noch einmal geteilt und in 2 kleinere Einheiten aufgeteilt. Bedeutet, wir brauchen natürlich noch ein paar andere Stränge, um quasi die Bäder so zu verteilen, dass das funktioniert. Und werden aus der großen Wohnung mit den ursprünglich 113 Quadratmetern 2 kleinere Wohnungen machen, die quasi als Kapitalanlage wieder einfacher und besser zu finanzieren sind. Gerade für Anleger, die vielleicht nur 2.500, 3.000 Euro netto verdienen. Nur in Anführungszeichen natürlich gutes Geld. Aber beim Neubau, bei einer großen Wohnung, bei 450.000, dann wird es natürlich mit Kapitalanlage schwierig, weil du dir im Ernstfall natürlich auch dein Eigenheim mal verbauen könntest, wenn es denn auf deiner To-Do-Liste steht. Also wird hier quasi nochmal komplett umgeplant aus dem großen Dachgeschoss. Wir haben 2 einzelne Einheiten und am Ende verbleiben dann noch 4 3-Raum-Wohnungen über. Hierzu suchen wir jetzt noch Eigennutzer oder Kapitalanleger. Wir sind immer noch, weil viele Verträge auch mit Lieferanten und den Baufirmen vorher abgesprochen wurden, viele auch Festpreise vereinbart wurden. Unser Glück an der Baustelle, kann ich vorab schon mal sagen, weil die Baukosten sind seit Planung um über 900 Euro pro Quadratmeter gestiegen. Das müsst ihr euch mal überlegen, das ist natürlich eine jede Menge Holz. Das kann dir einen Strich durch die Rechnung machen. Auch wir haben ein paar Punkte, wo wir einfach keinen Festpreis haben, wo es teuer geworden ist, haben aber für viele Gewerke Festpreise, die uns jetzt sichern, das Objekt auch vernünftig fertigzustellen und noch günstig anzubieten. Das heißt, wenn du eine neue Wohnung möchtest, das heißt, wo du 15, 20 Jahre gar keinen Stress hast, alles neu errichtet, in der unmittelbaren Umgebung von Dresden, wo du eine super, super Kaltmiete kriegst, aber in wahnsinnig günstigen Preis, also ich kann es ja ganz offen sagen, für knapp 4.000 Euro auf den Quadratmeter einen Neubau, das wird es in der Zukunft nicht mehr geben, das werden wir nicht mehr bauen können, kann auch niemand anders mehr bauen, weil mit den aktuellen Preisen bist du eher mal schnell bei 4, 7, 5. In den Lagen, wenn du es in einer vernünftigen Lage wie Dresden in der Innenstadt willst oder in der Umgebung München etc., brauchen wir gar nicht reden, dann macht das Grundstück natürlich so teuer, dass du auch mal 7, 10 oder 15.000 Euro auf den Quadratmeter zahlst. Also eine gute Gelegenheit, wenn du ein bisschen Kapital hast, hier nochmal was zu tun.
aktuell, wir sehen jetzt, das ist mein Bagger übrigens. Bagger, wir sind so miteinander. Der ist aktuell ohne Beschäftigung, weil natürlich auch die Temperaturen jetzt das eine oder andere gerade nie zulassen. Wir hatten ja bis vor ein paar Tagen eigentlich noch richtig Frost und Schnee. Jetzt soll es wärmer werden, wieder 10, 11, 12 Grad. Das heißt, wir können hier auch zügig weitermachen. An den Tagen wird auch mal ein Samstagvormittag mitgemacht, um vielleicht das eine oder andere aufzuholen. Aber auch sowas musst du in der Planung berücksichtigen, dass du natürlich nie bei jedem Wetter alles machen kannst. In diesem Sinne, kurz und knapp, vielen Dank. Ich fahre jetzt zum Notar, 4 neue Wohnungen einkaufen. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal.